Hey Freunde der Sonne und damit herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Trainer Go. Es gibt nichts Neues zu erzählen, das überrascht euch nicht, das überrascht mich nicht, aber wir bekommen auch heute irgendwie die Zeit rum. So, Events gehen wir klassisch durch oder eine Freude, naja, Großgeschenk, naja, morgen gibt's was Neues, mal gucken was da ist. Spin Fun, gibt's morgen glaube ich Durchbruchskarten, heute Diamanten, es haben wieder einige aufgeladen. Das enttäuscht mich wirklich. Da fange ich auch manchmal an zu weinen, wenn ich sehe, Leute laden immer noch auf. Das könnt ihr gerne machen, wenn zwei, drei neue Modi draußen sind. Dann werde ich es persönlich nicht mehr aufladen, aber dann können das gerne die anderen wieder machen. Aber aktuell müssen wir die zwingen, irgendwie aktiv zu werden. Und wenn dann einfach das Resultat am Ende sein sollte, schalten den Server ab, was ich nicht denke. In drei, vier Jahren vielleicht, aber aktuell nicht. Dann ist das halt so. Aber lieber habe ich einen abgeschalteten Server als ein Spiel mit schlechten Events. Apropos schlechte Events, wie ist denn euer Verbrauch? Haha, jawoll. Das trifft es doch ziemlich gut. So, ich will das mal ganz kurz hier abholen. Energie abholen. Ich werde jetzt demnächst wieder ein bisschen mehr Durchbruchskarten farmen. Da ich doch mal wieder an reiner Stärke gewinnen muss. Oder darf oder soll oder ist mir egal. Freunde. Ich habe heute schon wieder ein bisschen Champions League gespielt, habe auch hin und wieder gewonnen. Mich regen ist die Zeitspieler so auf, ne? Es sollte es wirklich irgendwie was geben, dass die benachteiligt werden bei irgendetwas. Weil das ist einfach. Die gewinnen mit dem schlechteren Team, nur weil sie richtige Muschis sind. So. Nice. Na gut, waren gute dabei. Waren ganz gute dabei. Wie gesagt, Durchbruchskarten sage ich schon. Durchbruchskarten brauchen wir auch alle bis zum Abwinken. Aber Zuchtkarten. Ich will meinen Hooper mal auf 30 bringen. Machete und sowas wahrscheinlich auch. Genesekt liegt halt immer noch so halbfertig rum. Aus dem einfachen Grund, es fehlt ein Verbrauchsranking seit bestimmt 3-4 Wochen. Glückwunsch dafür. Aber hey, wir werden uns in Zukunft bessern. Das Aktuelle ist halt wirklich, wenn du nicht auflädst, ist es halt so. So, jetzt machen wir noch kurz die Jagd nach Äpfeln. Apple ist ja auch nicht mehr die teuerste Firma der Welt. Nein, das ist jetzt wieder Microsoft. Und warum? Weil es Geräte zu hochpreisig genommen haben für Geräte, die nichts können. Und so ist es gerade überall auf der Welt. Alles wird teurer und eigentlich schlechter. Von daher, geile Entwicklung. So, ich brauche Äpfel. Da sind 4 Stück. Nice. Ich nehme auch alles. Oh. So Triple-Überreste, ne? Da wäre ich jetzt gut dabei. Ich bin sogar dafür, dass wir jetzt einfach ein bisschen Freundschaft pushen bei meinen Pokémon, die ich gerade nachziehe. Dass man einfach mal ein bisschen Dioxys und Kyogre und Kapokima und Latias und whatever nachgehen. Du bist glaube ich noch nicht fertig. Das habe ich auch schon durch. Sind Pikachu aus. Auf einem guten Weg. Kyogre ist aktuell drin. Machen wir die 77 voll. Klurak, ach, vergiss es. Nee. Wo ist mein Dioxys hier? Dich können wir mal ein bisschen pushen. Du musst glaube ich fürs Wohlwollen, ich weiß nicht, wäre Quas oder sowas. Glaube ich. Jedenfalls ist Dioxys sowieso ein Pokémon, was in Wohlwollen echt oft auftaucht. Deswegen, ach, können wir hier erstmal ein bisschen machen. Werden wir es auch verwenden. Ganz klar. So. Einfach hochballern. Ich denke, so 50, 60 wird drin sein. Hoffen wir es mal. Die Skibrille, die Staubbrille. Wobei, wenn wir jetzt hier aktuell gehen, kann man ein bisschen besser. Ich habe auch schon überlegt, ob ich jetzt einfach für 10 Erziehungen gehe, dass ich mal wenigstens das Rayquaza bekomme. Dass ich mein viertes Wunschstern-Gedöns bekomme. Aber, ja, die Frage, was möchte man ziehen? Kapufalla wäre, glaube ich, oben auf dem Plan. Aber irgendwie habe ich auch keinen Bock drauf. Ich überlege gerade, ob ich auf ein Pokémon spare oder ob ich jetzt wirklich ins Hauptquartier und Kostüme gehe.
dass ich meine Gesamtkraft verstärken kann, weil wenn ich jetzt meine Hauptteams pushen würde, wäre ich ganz gut dabei. Deswegen ist es gerade die Überlegung, ob ich wirklich auf jetzt gut Stärke gehe, dass ich auch in Champions League und sowas mehr reisen kann. Bei ins Achtelfinale werde ich auch nie einziehen. Das ist dann halt immer so ein bisschen, wird nicht. Freundschaft 70 Score schon. Hätte ich nicht eingeschätzt. Aber es ist halt wirklich die Frage, was macht man? Klar, Nick Crossmaster sind am Ende das Riesenziel. Aber 150.000 für eins und man braucht eigentlich wirklich beide, damit sie wirklich sehr stark sind, sind halt 300.000 Diamanten. Da fehlen mir halt noch, ne? 240.000, ja, 237.000, aber ist halt krass. Ein Weihrauch kriegt man, glaube ich, nicht noch hin, ne? Doch, kriegt man hin. Fehlen echt 5 Weihrauch. Ich würde mal ganz kurz ins Hauptquartier gehen. Ins Hauptquartier gehen. Dich würde ich mal kurz wechseln, Latias, zu Deoxys. Mal Deoxys, auch Suicune und Raikou könnte ich mir ja quasi schon holen. Auch einen Shop-Rabatt gab es ewig nicht. Bestimmt jetzt seit 4-5 Monaten. Gab ja 2 verschiedene Sellouts, glaube ich. Also quasi einmal 50% Sellout und zum 75er. Aber die geraten ja auch langsam in Vergessenheit, weil sie einfach nicht mehr existieren. Das ist schade. Gerade die Shop-Events waren immer relativ nice. Da konnte man sich mal alles zur Hälfte schießen. Ist halt schade, auch Großgeschenke für die Entwicklungs-Items für Giratina. Die Urdiamanten. Ich weiß, dass einige von euch darauf warten, deswegen gucke ich auch mal. Ich gucke auch generell täglich nach, was es so gibt, einfach um mich gezielter aufregen zu können. Aber sowas gibt es halt auch schon ewig nicht. Und sprich, Free-to-Play-Spieler haben nicht die Chance auf einen Ur-Giratina, weil das Event nicht mehr auftaucht. Great. Right? No? Ich denke genauso. So. Die Ochse ist ein ganzes Stück gestiegen. Hier fehlen mir halt natürlich Weihrauch. Eine kriegt man nicht hin. Will auch nicht mehr dafür ausgeben. Virtual Demand können wir nochmal heute reingucken. Habe ich nicht reingeguckt. Hallo. Danke. CK weiß ich nicht. CK hat mittlerweile auch einen Hooper. Alter. Dirty. So, wenn ich drüber gucke, dürfte das alles drin sein. CK weiß ich nicht, kann ich nicht einschätzen. Ist aber auf jeden Fall aktuell sehr lächerlich. Jetzt werden alle mit einem Hooper nachziehen. Jetzt gilt es natürlich, wer hat stärker Hooper? Habe ich das richtige Team überhaupt drin? Glück gehabt. Hat auch 400.000 mehr Kraft, bin ich gespannt. Und sein Hooper ist schneller als meins. Das ist schon mal fatal. Aber meins hat halt ein Hobo-Set, was auch nochmal einen Unterschied machen kann. Und hoffentlich auch machen wird. Autsch. Einer von diesen jungen, hübschen Menschen hat auch ein Thunder-Set. Das macht nicht wenig Damage. Aber Hooper macht halt mehr Damage. Ich überlege auch gerade, oder generell, wenn der Verbrauch insgesamt mal wieder besser werden würde, könnte ich mir täglich so ein paar Kombikarten für das Bannengefäß holen. Das Bannengefäß mal auf One-Star hochziehen kann. Beziehungsweise dann später Two-Star. Aber solange der Verbrauch halt nicht da ist, brauche ich nicht irgendwas überlegen, was ich mache. Das ist witzlos. Und das ist halt echt schade. Gerade die goldenen legendären VMs, wo Heilen 4 drin ist, etc. Ne? Elementare Energie, Kampfstärke, whatever. Gibt es halt ewig nicht mehr. Wie soll man da aktuell rankommen? Außer durch Tausch-Events, die auch einmal im Monat gefühlt da sind. Events wären halt insgesamt gerade ne, so geil. Dazu kommen immer häufig auftretendere Bugs, was das halt für mich die Frustration noch höher macht. Aber mal gucken, ob sie es jetzt mal geschissen bekommen. Die aktuellen Vermutungen, die rumgehen, heißt ja, dass es versucht wird, dass wir auf den gleichen Stand wie die Englische gebracht werden, zumindest was Pokémon angeht, und die Modi dann nachziehen. Aber
viele Pokémon ergeben halt auch nur mit einem bestimmten Modi Sinn. Und die Pokémon sind schön und gut, aber wirklich Stärke und alles kann man nur durch die Modi an sich generieren. Das ist halt irgendwo das Problem. Wenn wir keine neuen Modi bekommen, können wir ja da gleich Pokémon haben. Haben die dann alle irgendwo bei am Ende 4 bis 5 bis 6 Millionen Kraft und freuen uns dann und dann kommt neue Modi und komplett überfordert. Wir wollen neue Modi. Gerade dieses Pokémon wegschicken, wo du dann für jedes Pokémon einen anderen Wert bekommst. Ist wichtig, dass man es relativ zeitnah bekommt, weil es dauert ewig. Ich glaube, dann ist so legendäre Pokémon wie Hooper oder whatever kann man ja auch wegschicken. Bringen auch sehr gute Stats, aber die dauern dann glaube ich 800 Stunden oder sowas. Und es gibt ja maximal 5 Spots, auch wieder mit VIP-Level und Diamanten freischaltbar. Was dann quasi auch wieder einen leichten Vorteil bringt. Aber es ist halt sehr zeitaufwendig. Und wenn man diese Zeit von Anfang an nicht hat, ist es halt witzlos. Aber ich habe leider nicht die Chance, es zu verändern. Ich würde, wenn ich es könnte. Deswegen hoffen wir einfach mal auf die Updates von Februar bis März. Was anderes bleibt uns da nicht übrig. Und mein Internet ist weg. Herrlich, ein perfekter Zeitpunkt, um Ciao mit Wow zu sagen. Das war's für heute. Wir haben heute immer noch ein bisschen Freundschaft gepusht. Ich weiß wirklich nicht, was ich zeigen soll. Ich weiß es nicht. Das war's aber trotzdem. Wenn ihr Anregungen habt, gerne her damit. Und ja, bis zum nächsten Mal. Tschö. Mit Ö. It's okay to sit with shit hurts. Don't forget your dreams, cause they'll get you through this. So-called life, they call living.